Mit dieser Grafik hier schließen wir die allgemeinen Grundlagen ab, wenn es darum geht, im Techniktraining mal zu erörtern, was und wie man eine Qualitätsverbesserung der einzelnen Techniken im Volleyball vornehmen kann. Wir sehen hier in der Zusammenfassung, dass wir im Techniklernen sowohl bei Anfängern als auch bei Fortgeschrittenen immer wieder davon ausgehen können, dass Spieler es noch nicht wissen, wie eine Technik funktioniert. Und dementsprechend muss der Trainer oder die Trainerin dafür sorgen, dieses Wissen zu vermitteln. Also die Knotenpunkte der einzelnen Techniken müssen jeweils dem Spieler bekannt gemacht werden. Und das ist ein ganz, ganz häufiger Punkt. Wenn ein Spieler nicht weiß, wie es geht, kann das eben nicht richtig machen. Also sorgt der Trainer und die Trainerin genau dafür, dass der Spieler es weiß und immer wieder in der darauf folgenden Trainingseinheiten daran erinnert wird. Im Erwerbstraining haben wir den größten Block, das heißt, es geht hier darum, die einzelnen Möglichkeiten kennenzulernen, wie Erwerbstraining gestaltet werden kann. Und hier wird tatsächlich in ganz, ganz vielfältiger Weise Qualität erzeugt durch viele verschiedene Übungsformen. Das werden wir im Verlauf dieses Kurses halt noch sehen, aber Erwerbstraining ist ganz, ganz wichtig im Hinblick auf die Qualität der einzelnen Techniken. Und wenn wir dann noch einen Schritt weiter gehen, dann wird das Ganze wieder etwas spielnäher. Und im Anwendungstraining unterstützt der Trainer den Spieler, die Spielerin mit entsprechendem Wissen. Und zwar mit Wissen, was zu einem bestimmten Zeitpunkt während eines Ballwechsels beobachtet werden kann. Und wenn ein Spieler zielgerichtet diese Beobachtungen durchführt, dann kann er oder sie einen zeitlichen Gewinn daraus ziehen. Das heißt, die Möglichkeit, die zeitliche Frist, die er hat, um eine bestimmte Bewegung einzuleiten und die Qualität in dieser Bewegung möglichst hoch dann auch durchzuführen, das ist zuträglich der Qualitätsverbesserung. Und dadurch haben wir hier also im Bereich von Erwerbstraining und von Anwendungstraining hier die größten Möglichkeiten, einen Spieler in seiner Qualität voranzutreiben. Ich will nicht behaupten, dass Wettkampftraining und auch Ergänzungstraining gar keinen Einfluss haben, aber wenn wir hier die Zielsetzung haben, auf die Qualitätsverbesserung in den einzelnen Techniken einzugehen, dann haben mit Sicherheit Erwerbs- und Anwendungstraining hier die allergrößten Inhalte, und Techniklernen brauche ich immer dann, um dem Spieler überhaupt erstmal zu sagen, wie es grundlegend funktioniert. Im weiteren Verlauf dieses Kurses müssen wir jetzt also diese einzelnen Trainingsarten vom Ergänzungstraining bis zum Wettkampftraining mal mit Leben füllen, damit wir da auch sehen können, wie sieht eigentlich ein Ergänzungstraining aus und wie unterscheidet sich Ergänzungstraining beispielsweise vom Anwendungstraining. Und da gibt es dann vielfältige Übungen, die ich hier noch zeigen werde und die man auch dann in Skriptform noch für das eigene Training an die Hand bekommt. Und dann kannst du dein Training nach diesen Grundsätzen gestalten und das mal ausprobieren und schauen, ob wirklich das, was hier im Grunde versprochen wird, dabei herauskommt. Also weiter dann mit dem nächsten Kapitel, und da steigen wir tiefer in die einzelnen Trainingsarten ein. Viel Spaß noch im Volleyball-Trainer-MOOC.